Der weltlich rechtskräftig verurteilte Triebtäter Ottmar M. hat offenbar keinerlei Einsicht, dass er nicht nur nach weltlichem Strafrecht als Sexualstraftäter gilt, sondern dass er auch nach kirchlicher Rechtslage ein ebensolcher ist. Von der Sünde, die er fortgesetzt, gewohnheitsmäßig offenbar beging, soll hier mal nicht die Rede sein. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Medias in Res, bei einem Beitrag aus der christlichen Perspektive. Also in diesem Fall heute, wie so häufig bei uns, aus der katholischen Kirche. Sie erinnern sich noch an mein Gespräch mit Herrn Timo Ranzenberger. Ich werde Ihnen das unten verlinken, falls Sie das noch nicht kennen. Herr Ranzenberger ist einer derjenigen, die von sexuellem Missbrauch durch Ottmar M., dem ehemaligen Pfarrer der Gemeinde St. Remigius in Freisen im Kreis St. Wendel im Saarland, betroffen sind. Schon 2006 hatte Herr Ranzenberger bei der Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anzeige gegen seinen Missbraucher gestellt. Der gestand in seiner Vernehmung in groben Zügen die Taten und leider, wie so häufig, wegen Verjährung nach weltlichem Recht musste die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen, informierte aber das Bistum bzw. das Ordinariat in Trier über die Ermittlungen und die Einstellung. Und was dann folgte, das kann man sich aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr vorstellen, geschweige denn mit klarem Verstand auch nur ansatzweise erklären. Die Verantwortlichen im Bistum Trier, an der Spitze Reinhard Marx, heute in München, sein Hilfsmitarbeiter Stefan Ackermann, heute in der Spitzenposition in Trier, und deren damaliger Vizepersonalchef Georg Betzing, heute in Limburg tätig und außerdem Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, die taten nichts. Und das, obwohl in der Kirche seit 2001 ganz klipp und klare Regeln im Umgang mit Sexualstraftätern gelten, die in Rom von Josef Kardinal Ratzinger damals im Auftrag von Papst Johannes Paul II. Erarbeitet und erlassen worden waren. Marx, Ackermann, Betzing verstießen alle gegen diese Regeln, die in Deutschland von der Bischofskonferenz explizit nochmal auf der Vollversammlung besprochen und beschlossen worden waren. Die wussten alle Bescheid. Einige Bistümer hatten diese verbindlichen Regelungen sogar auf ihren Internetpräsenzen veröffentlicht. Und der Triebtäter Ottmar M. ging ins Ordinariat, tat dort sein Geständnis gegenüber der Polizei als Teil eines Deals ab, als er dann also nach mehreren Jahren endlich mal ordentlich einvernommen wurde, und ging wie gewohnt seiner Beschäftigung und seinen Neigungen nach. Das Bistum schloss die Akten, beschwerte sich aber mal beim Dienstherrn eines Polizisten, der im Nachgang zu seiner Ermittlungsarbeit dem Ordinariat noch einmal eindringlich Hinweise auf weiteres Fehlverhalten dieses Ottmar M. gegeben hatte, weil er das beobachtet hatte während eines Fußballspiels. Erst 2016 kam dann erneut Bewegung in die Strafsache Ottmar M., also 10 Jahre später nach der ersten Anzeigenerstellung und 12 Jahre nachdem es bereits die Regelungen innerhalb der katholischen Kirche gab, wie man mit so einem Typen umzugehen hat. Also jetzt konnte man selbst im Ordinariat in Trier einfach nicht mehr die Augen vor den Missetaten dieses Kindermissbrauchers verschließen. Letzten Endes konnte er dann auch noch weltlich verurteilt werden.
Und das muss man sich mal vorstellen, in nur einem von vielen Fällen. Denn in diesem einen Fall hatte die Verjährung nicht gegriffen, weil er Gewalt bei seiner Triebbefriedigung gegen sein Opfer angewendet hatte. Und ein Kirchengericht in Köln hatte ihn nun endlich nach zähen und kaum erklärlich langwierigen Ermittlungen und Abwägungen, darüber hinaus auch in anderen bekannt gewordenen, aber weltlich verjährten Fällen, als schuldig erkannt und mit der Verbannung aus dem Klerikerstand bestraft. Nun kommt dieser Kerl und legt in Rom Rekurs gegen diesen Richtspruch aus Köln ein. Also, Beteiligte an dem Fall, die hatten schon alleine wegen der bisher erkennbaren charakterlichen Disposition von Ottmar M. lange vor dem Bekanntwerden dieses Einspruchs die Möglichkeit eines solchen Rekurs erwartet. Ich hatte da noch die kleine Hoffnung, dass er, ich sag mal, zur besseren Einsicht gelangen könnte, aber jetzt bleibt also demnach der Richtspruch aus Köln für diesen Triebtäter aus Trier erstmal so lange kirchenrechtlich nicht rechtskräftig, bis Rom entschieden hat. Und wahrscheinlich geht es diesem Ottmar M. eh nur darum, weiterhin seinen Lebensstandard mit einer Pension als Pfarrer genießen zu wollen. Jemand wie er war eigentlich nie wirklich Priester. Jemandem wie ihm sind Mitmenschen nur Missbrauchsobjekte und es ist ihm egal, was er mit seinem Handeln anrichtet. Wer sich derart pervers an Kindern vergeht, der ist aus meiner Sicht von vornherein ungültig geweiht. Aber das kann selbstverständlich eine völlig falsche Vorstellung sein und die Feinschmecker unter den Spezialisten für angewandtes Kirchenrecht, die mögen mich gern eines Besseren belehren. Schlimm ist allerdings, dass er mit Verweis auf das Wissen seiner Vorgesetzten behaupten könnte, dass er der Überzeugung gewesen sei, die Herren Ackermann und Marx und Betzing hätten trotz ihres Wissens seine Missbrauchstaten ignoriert, wenn nicht stillschweigend sogar gebilligt. Immerhin haben Marx und Ackermann gegenüber Ranzenberger in persönlichen Gesprächen die Schutzbehauptung aufgestellt, die vatikanischen Vorschriften zum Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche seien 2006 im Bistum Trier noch nicht als geltendes Recht approbiert gewesen. Ja, da haben die Missbrauchsopfer aber auch Pech gehabt, ne? Dass die sich so lange Zeit gelassen haben mit dem, was sie eigentlich tun sollen, arbeiten sollen. Also sowas kann man als flache Ausrede machen, es ist nur eben nicht besonders überzeugend. Und wenn sich schon 2002 die Deutsche Bischofskonferenz zur Anwendung der 2001 vom Vatikan eingesetzten Vorschriften bekannt hatte. Was soll das dann noch? Schauen wir mal, was der Vatikan jetzt zu diesem Fall verlauten wird. Ich kann für mich nur sagen, dass ich auf eine glasklare Antwort hoffe, mit Blick auf die Opfer und deren erlittenes Leid, für mein Seelenheil, für die Glaubwürdigkeit meiner Kirche und damit der kaltschnäuzige Täter klare Grenzen aufgezeigt bekommt. Wer so wie er keinerlei Reue zeigt und bisher noch keinerlei Gutmachung von sich aus angeboten hat, der hat keine Gnade verdient, die über die Barmherzigkeit gegenüber dem gefallenen Nächsten hinausgeht. Ich danke Ihnen, dass Sie auch heute bei der christlichen Perspektive dabei waren. Hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Lassen Sie mir bitte ein Like da, teilen Sie gern das Video, abonnieren Sie bitte unseren Kanal und empfehlen Sie uns weiter.
Schauen Sie in unsere anderen Angebote rein. Bis zum nächsten Mal bei Medias in Res. Servus.